Wird John an seiner Schussverletzung sterben? So geht in den nächsten Folgen von GZSZ weiter. Bei gute Zeiten, schlechte Zeiten ist in den letzten Wochen einiges passiert. Laura Krüssensi Kawasi wäre fast bei einem Flugzeugabsturz gestorben. In letzter Sekunde konnte sie mit einem Fallschirm rausspringen und Ot mit Geld von Aktienbetrügern ab. Wochen später fand John, Felix von Jaschow, raus, dass seine Freundin noch lebt. Er holte sie zurück in den Kolle-Kiez, doch Auftragskillerin Zoe, Lara Dandelion-Seibert, war den beiden dicht auf den Fersen. Sie entführte Laura und lockte John zum alten Flugplatz. Dort kommt es zum Drama. Achtung, Spoiler, schwebt John in Lebensgefahr? Als John ankommt, erwartet ihn Zoe bereits mit einer Pistole in der Hand, führt ihn zu der gefesselten Laura. Doch dann bemerkt Zoe, dass John ihr nicht das versprochene Geld mitgebracht hat. Ihr werdet beide sterben. Die Frage ist nur, in welcher Reihenfolge und wer, wen zuguckt, schimpft sie und zielt mit der Waffe auf die beiden. Laura kann sich gerade noch rechtzeitig aus den Handfesseln befreien und stößt Zoe zur Seite. Doch der Schuss trifft Johns Arm. Kurz danach trifft die Polizei ein, Zoe wird festgenommen und John ins Krankenhaus gebracht. Dann die Entwarnung, dem Serienliebling geht es soweit gut. Auch Kumpel Sascha, Daniel Noah, der von Zoe vergiftet wurde, befindet sich glücklicherweise auf dem Weg der Besserung. Kurzerhand werden die beiden Freunde in ein Zimmer gelegt. Nach ihren Aussagen bei der Polizei darf auch Laura ihn besuchen. John ist mehr als dankbar, dass das Drama so glimpflich ausgegangen ist. Das war alles verdammt knapp. Wenn es einen Schutzengel gibt, hatten wir 10 davon.